Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung to go, dem Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, weil ich weiß, dass Gott dich liebt und ich liebe Gott. Und deswegen ist es für mich selbstverständlich, auch dich zu lieben, ohne dass ich dich kenne. Einfach weil ich weiß, dass du von Gott erschaffen bist und dass Gott gesagt hat, du bist mir so wichtig, dass mein Sohn für dich stirbt, damit ich mit dir Gemeinschaft haben kann in alle Ewigkeit. Ist das nicht der Hammer? Du bist so wichtig für Gott. Du als Person, nicht deine Familie, deine Eltern, deine Kinder, deine Geschwister, Tanten, Onkel oder auch die Gemeinde oder der Pastor. Ja, die sind auch wichtig. Aber heute spreche ich zu dir. Du bist wichtig. Du bist Gott so wichtig. Er liebt dich so, so sehr. Heute geht es weiter in meinem Buch. Und zwar lesen wir heute zusammen den Vers 5 von Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wenn ich an das Gefühl der Angst denke, das ich viele Jahre in mir gehabt habe, dann ist es doch undenkbar, dass ich in so einer Situation auch nur einen Bissen herunterbekommen hätte. Gott aber lädt uns nicht nur zu einem kleinen Snack ein, nein, er deckt uns einen ganzen Tisch mit himmlischen Leckereien. Dazu gibt es einen guten Wein und auch himmlische Likörchen. Kaffeeduft liegt in der Luft und wie eine Wolke verteilt er sich über dem Tisch. Jede Teesorte der Welt steht für uns zur Verfügung und der Obstkorb versprüht mit seinen Farben Lebensfreude. Lebensfreude, die vom Himmel kommt. Der Duft von Braten und Käse, frisch gebackenem Brot und Gebäck erfüllen unsere Sinne. Was für eine Pracht! Jesus sitzt bei uns. Wir lachen und erzählen, trinken und essen, als plötzlich und unerwartet unser Feind direkt vor uns auftaucht. Er stört unsere Geselligkeit, er bricht in unsere intimsten Momente ein und wir erschrecken, doch Jesus bleibt in der Ruhe, die vom Himmel kommt. Der Feind erlebt, wie Jesus ihn nicht eines einzigen Blickes würdigt und mit uns die Unterhaltung einfach fortführt, völlig unbeirrt. Dabei lässt sich unser Hirte Weintrauben in den Mund plumpsen und lacht bis zu den Ohren. Er lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Iss, solange noch warm ist, sagt er, trink, bevor der Wein schal wird. Aus Überlieferung wissen wir, dass jüdische Feste immer mehrere Tage gehen, je nachdem, wie reich ein Gastgeber war. Jesus gehört nun aller Reichtum. Was könnte das wohl bedeuten? In Johannes 2 lesen wir, wie in Kana gefeiert wurde, als Jesus sein erstes Wunder getan hat. Er verwandelte ca. 500 Liter Wein zu Wasser. Nein, natürlich nicht. Er verwandelte 500 Liter Wasser zu Wein. Wie groß muss eine Gesellschaft sein, damit sie es schafft, so viel zu trinken? Wie lange muss gefeiert werden, bis dieser Wein leer ist? Wir können an diesem Wunder seine Großzügigkeit erkennen. Jesus bittet uns auch heute noch an seinen Tisch, an dem seine Versorgung niemals enden wird. Es geht um weitaus mehr als nur um Essen. Es geht um eine Grundhaltung, um unsere Identität. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir ruhig bleiben im Angesicht unserer Feinde. Jesus sagt nicht, wir würden keine Täler mehr durchschreiten, wenn wir mit ihm leben. Er sagt uns, dass wir uns währenddessen nicht fürchten brauchen. Er hilft uns, in unsere Identität und
Autorität hineinzukommen und darin zu leben. Im Alten Testament wurden Könige und Priester und auch Propheten häufig bereits Jahrzehnte vor ihrem Einsatz gesalbt. Es wurde richtig viel Öl über ihn ausgegossen, nicht nur so ein paar Tröpfchen auf die Stirn getupft, sondern das Horn war randvoll mit dieser Kostbarkeit gefüllt. Im Psalm 133, Vers 2 lesen wir: Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrann in seinen Bart, bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Also wir lesen deutlich, es ist wirklich mehr als nur ein paar Tröpfchen auf der Stirn. So wie wir das heute in unseren Gemeinden manchmal erleben, wenn wir Menschen salben und sie segnen. Wurdest du schon mal gesalbt? Hast du schon mal das, was gebetet wurde, versiegeln lassen von deinem Pastor, von deinen Ältesten oder deinen Geschwistern im Gebet, gerade wenn es um das Thema Heilung geht? Das wäre jetzt ein komplett neues Fass, was ich heute nicht aufmache, aber überleg einfach mal ein bisschen, wenn dich das gerade triggert und du denkst, oh, das finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich habe da so gar keinen Zugang zu, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Auch da hilft dir das Wort Gottes, mehr darüber zu verstehen. Aber es wurden nicht nur Menschen gesalbt, sondern auch Gegenstände, um sie Gott zu weihen. In 2. Mose 40, Vers 9 bis 11 lesen wir: Dann sollst du mit dem Salböl das geheiligte Zelt und alle Gegenstände darin besprengen. So werden sie mir geweiht und sind heilig. Besprenge außerdem den Brandopferaltar und alles, was dazu gehört. Dann wird er besonders heilig sein. Auch das Wasserbecken und sein Untergestell sollen auf diese Weise mir geweiht werden. Wir sind nun ebenfalls zu Königen und Priestern gesalbt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir, die Gesalbten, werden aufgefordert, Kranke zu salben, damit sie Gottes Trost und Heilung erfahren. Der Heilige Geist, steht in 1. Johannes 2, Vers 27, ich habe es diesmal aus der NGU, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die neue Genfer Übersetzung, glaube ich, ist das. Also NGU, wenn du danach googeln möchtest. 1. Johannes 2, 27, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Mega, oder? Ich lese es nochmal vor, ich liebe das so. Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Wow! Also der Heilige Geist lebt nicht einfach nur in uns, so wie wir das oft hören in der Taufe, wo wir die Taufe mit dem Heiligen Geist erfahren, sondern wir wurden gesalbt. Der Heilige Geist ist quasi das Salböl des Alten Testaments. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so um das emotional vielleicht besser greifen zu können, ist das, wie ich mir das so vorstelle. Und dann sagt er, er bleibt in uns. Er bleibt einfach in uns, in mir und in dir. Ist das nicht ganz wunderbar? Weiter lesen wir in Jakobus 5, Vers 14 und jetzt wieder aus der Hoffnung für alle. Wenn jemand von euch krank ist, so soll er die Gemeindeglieder zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das, was ich eben gesagt hatte, nicht wahr? Wir denken ganz oft bei dieser Krankensalbung auch an die letzte Ölung. Das ist so in Deutschland so ein alter Spruch. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute das noch kennen, aber wir Älteren, wir kennen das ja aus der Kindheit, und damit war immer gemeint, jemand stirbt und dann kommt der Pastor, salbt ihn und dann ist er nicht mehr da. Da aber die Menschen so viel Angst vor dem Tod haben, ist das natürlich undenkbar. Hol bloß nicht den Pastor oder den Priester, damit er mich salben kann, weil dann werde ich sterben. Warum haben die Menschen Angst vor dem Tod? Weil sie nicht wissen, was danach kommt, weil sie ihren Schöpfer und ihren Herrn und ihren Erlöser nicht kennen. Und deswegen macht es Angst, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist wirklich traurig, weil
Dadurch kannst du ja dein Leben auch gar nicht so genießen, wenn dir im Hinterkopf immer die Angst vor dem Tod irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Ich hoffe, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Ich hoffe, dass du Jesus kennst. Ich hoffe, dass du deinen Erlöser kennst und dir Tod keine Angst macht, sondern der Tod für dich den Schrecken verloren hat, weil du weißt, dass du in Ewigkeit leben wirst, in einer Herrlichkeit, wie wir sie uns heute nicht vorstellen können. Es ist ein Ort ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trauer, ohne Verlust, sondern es ist ein Ort der Liebe und der Herrlichkeit und der Güte Gottes. Und wir werden uns alle lieben. Es gibt kein Neid, es gibt keinen Streit, kein Hader, keine Missgunst. Es gibt keinen Mord, keinen Totschlag, keine Angst, kein nichts, nichts Böses mehr. Ist das nicht wunderbar? Und wenn man glaubt, dass man an diesem Ort sein wird, wo es so herrlich ist, wo es so gütig ist und wo die Liebe regiert, dann ist der Tod ein Gewinn und kein Verlust eines Lebens hier auf dieser Erde. Weil das, was wir hier leben, hat überhaupt nichts mit dem Himmel zu tun, sondern das ist eher so eine Zwischenwelt zwischen Himmel und Hölle. Mal erleben wir den Himmel und mal erleben wir die Hölle. Wir brauchen nur aus dem Fenster zu gucken oder einmal mit der U-Bahn durch die Großstadt zu fahren oder durch die Fußgängerzone abends im Dunkeln, vor allen Dingen alleine als Frau. Und schon wissen wir, das ist kein himmlischer Ort. Aber darum werden wir ja auch aufgefordert. Betet, sagt Jesus im Vater unser. Betet, Vater im Himmel, wir ehren dich und wir beten, dass dein Wille jetzt geschieht, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch hier auf der Erde geschehen. Aber gut, das nur so nebenbei. Ich lese weiter hier in meinem Buch. Also, in der Salbung steckt Trost und Heilung, Ermutigung und Auferbauung, Hingabe und Weihung. Durch den Heiligen Geist in uns stehen wir selbst als wohlgefällige Opfer vor Jesus. Ich hoffe, dass dir diese Folge heute wieder gefallen hat, kurz und knapp und knackig, aber sie hat es tüchtig in sich, finde ich. Denn nächste Woche geht es noch einmal weiter mit dem letzten Vers aus Psalm 23. Und zwar mit dem Vers Nummer 6. Also dann hätten wir 6 Wochen voll und haben uns einfach viel Zeit genommen, um über jeden einzelnen Vers einmal nachzudenken. Und ich freue mich natürlich riesig über deinen Kommentar auf Social Media oder auch auf unserer Homepage. Dort gibt es auch die Möglichkeit, in einem Formular einen Kommentar abzugeben. Auch konstruktive Kritik ist immer willkommen, denn nur so kann ich wachsen. Wenn mich alle immer nur gut finden würden, dann stimmt was nicht. Dann mache ich irgendwas falsch. Also von daher, ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Und vergiss bitte auch in dieser Woche nicht, auch heute nicht, dass du wunderbar bist. So wunderbar, dass Jesus für dich gestorben ist. Weil er sagt, du bist so kostbar für mich, sagt der Vater im Himmel, du bist so kostbar für mich, dass ich einen Preis bezahle mit dem Höchsten und Liebsten, was ich habe, weil es mir so wichtig ist, dass ich mit dir zusammen sein kann. Wenn du mehr über Jesus erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage nach www.hoffnungtogo.de. Da wirst du mehr erfahren. Und das Buch, aus dem ich gelesen habe, kannst du dort auch bestellen. Natürlich, übernatürlich, Leben mit dem Heiligen Geist. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.